Und liberelle Teilnehmer, ich verspreche euch, dass das nicht nur ein Abenteuer für dieses Jahr, sondern eins für euer ganzes Leben. Wir werden heute ganz wenig Reden halten. Ich darf hier auf der Bühne vorstellen unsere Bürgermeisterin von Oberstaufen. Sie hat mir versprochen, dass sie nur ganz kurz reden wird. Und neben mir wird es dann nahtlos übergehen. Wir haben einen sehr hohen Gast da, den Herrn Konsul von Aserbaidschan. Den Unterhosenen kennt ihr alle als früher Volksvertreter von Helmut Kohl. Ich sehe die Jugend hier noch schön bei, das ist toll. Ganz kurz. Aber trotzdem die Grüße von der Gemeinde und auch von Seiten des Landrats. Ihnen, für dir vielen Dank für das Eröffnet, aber trotzdem vielen Dank einfach für die Organisation. Das siebte Mal in dieses Jahr die Orient Rally. Letztes Jahr, denke ich, wir wissen es ja aus Versehen. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, ganz persönlich, dass dieses Jahr alles gut geht, dass Sie ohne größere Schwierigkeiten, ohne größere politische Schwierigkeiten, an ihr Ziel gelangen und natürlich auch ohne technische Schwierigkeiten, dass ihre bekackten Fahrzeuge auch gut durchhalten und ihnen ganz persönliches Wohlbefinden und gute Ankunft und dann natürlich auch die Botschaft nach Aserbaidschan zu bringen. Noch vor dem Song Contest sind wir dort und denke ich, sind ja auch soziale Hilfsprojekte, die da immer im Vordergrund stehen, aber natürlich auch, ja, ich sag, die Gaudi einfach eben zu fahren. Und das ist ein Erfolgsmodell. Wissen wir ja, dass es innerhalb von 1,5 Minuten oder was weiß ich? 0,8 Sekunden. Ja, oh, aber wir natürlich immer vielfaches getan, ausgebucht. Also nicht die Schwierigkeit, denke ich, die Teilnehmer zu finden, sondern auch die Sponsoren. Und der ganze Fonds ist für die Sponsoren und für die Organisation. So, also alles Gute Ihnen persönlich im Namen auch des ersten Bürgermeisters, das mag ich meine auch von Oberstaufen. Und auch des Landrats vom Oberallgäu, Ihnen alles Gute. Verehrte Rallye-Teilnehmer, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie heute nicht auf Aserbaidschan, sondern grüße Sie sehr herzlich für das Land Aserbaidschan, dass ich hier in der Bundesrepublik Deutschland vertreten darf und freue mich, dass Sie sich auf einen Weg machen, auf einen langen Weg, mehr als 5000 Kilometer mit dem Ziel warten. Es wird also eine sehr interessante Reise für Sie werden, sicherlich auch mit vielen Abenteuern. Und eines können Sie gewiss sein, es wird nicht immer alles rund laufen. Wir von unserer Seite haben von Seiten des Konsulats und von der Seite der aserbaidschanischen Regierung schon vieles auf den Weg gebracht. Wir haben für Sie ja Ihre Visa ausgestellt. Und was Sie jetzt auf den Weg bringt mit Ihren vier Rednern oder manche auch mit zwei Rednern, ist das, dass Sie jetzt ein Stück weit Kulturbotschafter Deutschlands in Richtung Aserbaidschan. Deswegen wünsche ich Ihnen, dass Sie alle auf gesunden vier Rädern oder zwei Rädern auch in Baku dann am 12. Mai miteinander ankommen. Und was ich großartig finde, ist, dass Sie einen Beitrag leisten, nicht nur für die Völkerverständigung, sondern dass Sie auch mithelfen in sozialen und karitativen Projekten, dass größtenteils die Autos, wenn sie denn noch funktions- und fahrfähig sind, dann dort in Baku bleiben und wir arme Menschen ausgesucht haben, denen sie dann ihre Fahrzeuge, sofern sie noch fahrtauglich sind, dann auch schenken. Dafür sage ich, für all diese bedürftigen Menschen, und wir haben in der Tat in Aserbaidschan 1 Million Flüchtlinge, die aus dem grünen Bergkarabachgebiet kommen, wo noch Krieg herrscht. Diese Menschen sind dankbar über diese Art des Geschenks, dass sie Mobilität erfahren, insbesondere mit deutschen Fahrzeugen, was sie dafür beitragen. Dafür vorweg schon ein herzliches Dankeschön. Ich wünsche Ihnen alles Gute auf dieser langen Fahrt. Wir werden Sie begleiten, da wo es Möglichkeiten gibt, dass es keine Schwierigkeiten gibt. Wir sind in engem Kontakt mit dem Amgea und dem Organisationskomitee, um Ihnen von Deutschland aus die notwendige Unterstützung und Hilfe zukommen zu lassen. Also Sie können sich voll darauf konzentrieren,
auf die Aufgaben, die Sie jetzt vor sich haben, mit den Dingen, die Sie bereitstellen müssen. Das beginnt ja gleich wenige Kilometer danach. Und vor allen Dingen, dass Sie das, was Sie auf Ihren vier oder zwei Rädern bereitstellen, auch gut und gesund ankommen. Alles Gute wünsche ich Ihnen auf diese Fahrt auf Ihnen und bringen Sie viel Freude und Engagement. Sie wissen, der Song Contest wird in Baku wenige Tage später nach Ihrem Reigen sein. Da wird sich eine ganze Welt nach Richtung Baku schauen. Aber jetzt schauen wir mal mit Ihnen zusammen nach Baku und ich wünsche Ihnen ein gutes Gelingen und eine gute Fahrt.